Ich darf begrüßen. Ja, Begrüßung. Du darfst begrüßen. Ja, so eben geschehen. Ja, hallo. Danke, dass du mir reingeredet hast mit einer tollen Begrüßung. Entschuldigung. Oh Mann. Entschuldigung. Willst du nochmal anfangen? Nee, will ich nicht. Nicht, okay. Also, dann, wir haben begrüßt. Dann definieren wir das als Begrüßung. Ende Begrüßung. Tschüss. Nee, was? Wir machen doch noch was. Nein. Okay. So nicht. Ja, okay. Genau. Flo so, ist wieder was da! Was machen wir heute? Ich bin absolut out of the loop. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ja, du kriegst jetzt erstmal eine Sightseeing-Tour, wo wir dir ein bisschen zeigen, was wir gemacht haben. Mit so einem coolen Bus. Du kannst dich gerne in deinen Minecart setzen, aber das wird dir nicht viel bringen. Ziehst du mich in meinem Minecart? Oh, geht das? Kann man Leashes an... Oh Gott, wenn das nicht geht, mache ich einen Mod. Ja, das zeigen. So müsstest du erstmal Minecarts ab außerhalb von Strecken platzieren können. Kann man auch modden. Alles okay. Moddbar. Viel Spaß. Dann macht er seine eigenen Minecarts. Notfalls mache ich das mit Booten. Oder mit Computern, mit Robotern. Wenn man Boote auf Räder hat. Ja, ihr wolltet mir was zeigen. Ja, ja. Genau. Jojo, geh doch mal vor. So. Hoch oder runter? Runter. Runter. Okay. Hui. Hallo. Halt! Du hoch! Bist zu weit. Mann! Ich bin runter. Geh hoch! Keiner hat was von ganz runter erzählt. Da ist ein Block mitten im Nichts. Warum ist da ein einzelner? Ah. Da ist ein einzelner Factory-Block. Was macht der denn da? Stehen. Der hat wieder nicht aufgeräumt. Das ist ja wieder schrecklich hier. Der das gehört da. Das ist Deko. Das ist Deko. Okay. Ja. Auf geht's. Hoch. Mhm. So. Und der Jojo macht dir jetzt deine schöne Rundtour. Weil er wird dafür nicht bezahlt. Ich. Hier ist irgendwie nix. Hier ist voll leer. Okay, dann komm mal mit. Dann komm mal mit. Wir haben nämlich jetzt hier einen wunderhübschen Durchgang. Ja. Hier ist immer noch Dreck. Oh, hier ist. Hier zischt's. Ja, da zischt's. What the fuck? Diese blauen Blubbel sind sehr cool da. Ich wollte gerade sagen, was ist mit den Partikeleffekten los? Ja, das hat ein Update bekommen und sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ja, ich fand's vorher besser. Ich auch. Aber ist es. Na gut. Das sieht aus wie eine riesige Enderpearl. Ja, und auch die Lichtstrahlen sind jetzt irgendwie anders. Die sind jetzt nicht mehr diese Partikeleffekte, sondern das sind jetzt durchgehende Strahlen. Das ist ja irgendwie auch cool. Ich habe hier schon mal auf der anderen Seite das Ganze hingebaut, dass wir das direkt mal erweitern können. Da welche andere Seite? Ja, hier die Seite. Achso, das ist ja, die. Okay. Die machen jetzt auch Blinklasers, obwohl überhaupt nichts durchgeht. Das ist komisch. Wahrscheinlich ruckelt es deswegen jetzt wie Hölle. Wegen dem Upgrade? Das kann natürlich sein. Möglich, aber ich finde auch blöd, dass es eher reduzieren wollte. Naja. Okay. Ja, jedenfalls können wir jetzt hier durchgehen. Flo, komm mit! Bei Fuß! Bei Fuß! Jo, hast du einen Knochen dabei? Bei Fuß! Nee. Ja, wir können jetzt hier durchgehen. Und warten auf den Jojo, Flo. Ich schau gerade hier die tollen Kabel an, das ist sehr interessant. Ja, okay. Durch. Ja, hier durch. Okay. Hier. Das ist so ein kleiner Wartungsraum, der ist jetzt recht uninteressant. Und dann können wir hier durchgehen und wir sind da in einem. Das ist eine Treppe. Treppe ist doch kein Wartungsraum. Was? Komm einfach mit. Hier haben wir einen wunderbar leeren Raum. Okay. Ja. Und wenn du hier in unserem. Will ich jetzt nicht reinspringen? Nein. In unserem wunderbaren Aufzug hier. Was? Komm. Welcher Aufzug? Hier, Aufzug. Oh. Nach unten gehst. Welcher Aufzug? Der orangene da. Die Treppen. Was? Nein, der orangene. Der orangene Aufzug. Ach, das ist ein Aufzug. Ja, das ist ein Aufzug. Ich sag doch Aufzug. Runter. Das ist sehr gut getarnt. Dann kommst du in den Unterkeller. Von der, wo wir oben waren. Und in den Oberkeller. Huch, hier geht's ja hoch. Oh, hier ist man draußen. Du sollst nicht spoilern. Ich spoiler. Tut mir leid. Ich bin auf das gesprungen. Ja, gut, jetzt warst du ja schon oben. Dann warst du ja jetzt schon oben und hast. Die Tür schließt nicht. Ach. Die Tür ist zu. Die Tür schließt nicht. Nein, aber du kannst durch die Tür durchschauen, dann Spalt, das ist ein Spalt. Die schließt nicht, meine ich. Die ist nicht dicht. Ja. Was? Das habt ihr mal wieder grandios. War Daniel. Die Tür schließt nicht. What wenn du hier am. Die Garagentür, da ist ein Spalt. Ja. Ja. Hier. Ne? Sieben Folgen macht er nix und naja. Ja. Naja, und dann geh mal zwei nach oben. Black Granite. Ja, Black Granite, das haben wir gelassen. Zwei, okay. Hier ist Voltage Transformer. Richtig, eins runter, ich bin eins zu oben. Du bist eins zu oben. Ja, okay. Das passt schon, du hast richtig vielleicht, oder der Juli? Ja, das ist doch egal. Was jetzt? Ja, hierher, wo ich bin. Put. Hier sind die falschen Lampen.
Was? Da ist eine falsche Lampe. Ich lache eigentlich gerade Daniel aus. Warum? Ja. Wo ist eine falsche Lampe? Im Aufzug. Wo? Diese Runden da. Da, die Ballonlange Lampe da. Ja, die ist Absicht. Das ist eine andere. Nein, die ist anders. Die gehört so. Das ist falsch. Nein, die gehört so. Die gehört so. Nein. Ich mach nie mal Sightseeing für dich. Nein. Ah. Abgesehen davon, dass das Orange hier auch ganz schrecklich aussieht, finde ich. Tschüss. Du wolltest mich hier rumführen. Ja. Haben wir sonst noch was zu zeigen, Jojo? Also, Flo. Was viel interessanter ist, wenn wir jetzt eins weiter oben hingehen. Kann ich irgendwie Fassade hinmachen oder sowas? Das sieht ja auch schrecklich aus mit diesem Loch hier. Finde ich auch, aber Daniels Sache. Dann komm mal mit, das. Flo. Zurück zu dem, was wenn man nicht da war. Wichtig ist, hier oben haben wir einen High-Voltage-Battery-Buffer. Hier ist Dirt. Warum ist hier Dirt? Keine Ahnung. Weil in der Jojo dahingestellt hat. Warum? Warum würde ich sowas machen? Weiß ich nicht. Das wüsste ich auch gern. Aber warum hier, Flo... Im High-Voltage-Battery-Buffer haben wir eine Large-Lithium-Batterie, mit der wir hier High-Voltage haben. Dementsprechend mit viel Strom, genau. Und dementsprechend können wir jetzt anfangen, die nächsten Folgen hier drin unseren Autocrafting-Bereich zu bauen. Bei 12 Frames pro Sekunde. Nee, bei 23 aktuell. Cheater. 10. Ja. Get a new PC. Hier sind 30, hier sind 30. Ja, hier sind 30. Du den Server laufen lassen. Irgendwie ist diese Folge voll Akro. Was? Genau. Nein. Was wir aber machen müssen... Das sind schon wieder falsche Lampen. Ja. Okay, dann komm mal mit, Flo, damit du nochmal meckern kannst. Du meckerst ja so gerne. Machen? Ich meckere leidenschaftlich. Ja, ich merke schon. So, jetzt gehen wir nochmal hier in unseren... Mach die ganzen Pressure Plates, die dann nacheinander da hochgehen, das ist verwirrend. Ja, wo geh ich hin? Mal hier in den unseren... Maschinenraum. Nein, ich gehe nicht in die Lava. Was? Wo willst du mich haben? Links, rechts, geradeaus. Wo sind wir denn überhaupt? Hier sind wir. Okay, wo willst du hin? Zum Crafting Terminal, meinetwegen. Ah, genau. Okay. Wo bist du? Dran vorbeigeschossen. Ich versuche gerade bei 10 Frames pro Sekunde zu navigieren. Was nicht so einfach ist. Ich bin es nämlich nicht gewohnt, im Gegensatz zu dir. So, ja, ich bin beim Crafting Terminal. So, und auf großen Wunsch vom Jojo haben wir jetzt hier eine Zwischenverbindung. What? Ja, ich habe mal dein Haus ein bisschen, dein patentiertes Haus ein bisschen umgebaut. Ich wusste. Das sind auch die falschen Lampen. Ja, oh, Mann. Ich wollte gerade sagen, ich wusste, dass es dich freut. Mich wundert eher, dass der Jojo noch nicht gesagt hat, da ist Salz, das könnten wir mal abbauen. Ja, nee, da kommt man nämlich jetzt ein bisschen durch, Salz, weil interessiert mich zuvor nicht. Hatten wir immer zwei Aufgänge. Und jetzt bin ich still, jetzt habe ich keine Lust mehr. Mhm. Wie wir gesehen haben, hat... Das wirklich zu? Was? Okay, nix. Wie wir gesehen haben, hat Project Red ein Update bekommen. Mhm, das minus 20 Frames pro Sekunde Update. Genau, und dieses minus 20 Frames pro Sekunde Update hat auch das Crafting geändert. Und zwar hat es eine Auto-Crafting-Workbench eingefügt. Die jedoch ein Rezept hat, was man noch nicht craften kann. Und außerdem, wie man bei unseren Wooden Craftern sehen kann, falls da noch irgendjemand kommt, ich weiß nämlich gerade nicht, wer die Aufnahme macht, der gezeigt wird. Kommen ist nicht so einfach, wenn man 5 Frames pro Sekunde hat. Es wird gerade nicht besser. Wo du bist. Aua. Im AE-Raum. Ich bin auf dem Weg. Es kann sich Reicht noch um. Grade. Es kann sich nur noch um 20 Frames handeln. Dann hast du dich irgendwo versteckt hier, okay? Darum? Ach, da an der Ecke, ja, da habe ich nicht geschaut, dass es war. Wooden Crafter. Ich glaube, die Folge heißt Waiting for Flo oder so. Nein, die Folge heißt 10 Frames pro Sekunde. Nee, okay. Die Folge heißt Nörgelnder Flo. Wie wäre es, wenn wir die Folge Slideshow nennen würden? Ja, guck mal. Auf jeden Fall. Da fehlt was. Genau. Ich bin immer noch für Nörgelnder Flo. Die Crafting-Pipes wurden nämlich jetzt abgelöst und man kann jetzt einfach... Abgelöst. Ja, genau. Und man kann jetzt einfach hier diese Routed Interfaces hernehmen.
Nur brauchen wir jetzt Crafting-Chips, die wir ersetzen uns die wahrscheinlich geben werden, weil wir hatten ja eigentlich Crafting-Pipes, oder? Ja. Weil ich meine, hallo. Ja, gut, dann Sachen aus der Welt löschen. Zwei. Ist ja auch nett. Cheater! Hier sind die Crafting irgendwas. Ja. Wow, das Oldschool Standard Creative Menu. Item Crafting Chip. Item Crafting Chip da. Einmal, zweimal. Genau. Und im Prinzip, wer macht jetzt die Aufnahme? Keine Ahnung. Gerade irgendwer. Ich. Wahrscheinlich. Dann Daniel, darfst du machen. Viel Spaß. Oh ja, mach mal. Hurra. Was denn? Die kann man jetzt öffnen. Nein, die kann man jetzt öffnen. Das kann sich ja nur um Stunden handeln. Das kann. Achtung, hier geht's übrigens tief runter. Was? Warum? Mann, Jojo, hast du da ein Loch reingebohrt? Das gefällt dem Flo nicht. Jetzt ist das richtig. Loch weg. Ganz ihr habt einfach. Hier auch Löcher in die Wand. Ah. Ja, das Ding hatte ich nicht mehr. Ja, ich hab da im E verlegt bis drüben. Jojo, doch. Mhm. Nörgelnder Flo. Ja, ja. So, und da darfst du jetzt das Rezept für beide Wooden Crafter einbauen. Einmal das Fertilizer-Rezept und einmal das Ashes-Rezept. Viel Erfolg. Okay. Viel Spaß. Chaka, du schaffst das. Okay, vor allem was? Also Ashes ist ja, kann ich das, ne? Da rausnehmen? Einfach? Nein. Aber das sind ja Interfaces, das heißt, da kann ich einfach reinschmeißen, ne? Ja. Priority, Extensions, Match Options, Matrix. Nein, Matrix? Daniel. Was habe ich? Alles kaputt machen. Was mache ich? Warum? Du hast das Rezept kaputt gemacht, den Crafter. Ich dachte, ich sollte das. Ich habe doch keine Ahnung von dem Ding. Ich dachte, ich sollte jetzt in die Karte da was reinlegen. Ja, aber du hast den Wooden Crafter kaputt gemacht. Echt mal. Der muss das auch haben. Ja, deshalb habe ich gerade das Ding rausgenommen, damit ich das reinpuck und dann kann ich es wieder zurück tun, oder? Ja, dann mach das doch. Ja, mach halt endlich. Mensch, hier. Hinne. Leute. In die Matrix rein. Ja. In die Matrix, aber bloß wenn sie grün ist. Die ist tatsächlich, die Karte ist grün, so gesehen. Ja. Aber da steht, jetzt kommt kein Item raus. Ich weiß nicht, ob das blau oder rote Pille. Du musst jetzt das auch noch reinlegen. Angeben. Ach, das auch noch. Mhm. Ach Gott, das will ne. Dann. Ja, die sind super zu konfigurieren, die Dinger. Dann brauche ich ja doch noch einen Ash-Block. Das findest du im nächsten Crafter. Ah, das ist praktisch. Coole Sache. Das heißt, im Grunde sind das jetzt die Chips, die wir vorher schon in den anderen drin hatten, bloß das können wir so direkt da rein tun. Genau, ja. Super. So, wo müssen die jetzt rein? Hinten in die. In die entsprechenden Interfaces, ja. Ui. Eben dementsprechenden okay. Crafter. Und dann haben wir das zweite Ding. Da war, glaube ich, drum rundherum Ashes, oder? Mhm, in der Mitte Appetit. Appetit, genau. Appetit, ja, ich habe auch schon wieder Hunger, das ist echt schlimm. So. Ich hol dir mal ein. Das wäre super. Ja. Ich glaube, ja, wir hatten hier hinten. Wo ist denn die Requester-Pipe hin? War die nicht hier hinten mal? Wow! Wow! What? What? Ich kann durch die Tür durch. Wow! Ich kann durch die Tür gehen. Was zum Henker? Komm mal hier hoch. Warte mal, wo war er? Hier, genau. Wenn du, ich brauch mal gehen. Um das zu verifizieren, ob es eine Anzeigefehler ist oder ob die Tür nach oben, die ist. Durchgängig, ich weiß die auch nicht warum. Die Tür hier oben, hier, wo auch immer hier ist. Da, wo früher der erste Mineshaft anfing. Mm, ja, die ist durchgängig, ich bin mir auch nicht ganz sicher warum. Ah, die ist offen, die Bounding Box ist links an der Wand. Stimmt. Sprich, man kann da einfach durchlaufen. Magic. Das ist natürlich, da kamen wahrscheinlich die ganzen Zombies her. Das könnte sein, und jetzt? Tata, jetzt ist es zu. Jetzt haben wir die Tür von zu auf zu gemacht. Das ist doch toll. Genau. So, was soll ich jetzt da rein tun? Ja, wo rein was? Theoretisch Fertilizer, wenn wir noch einen hätten. Tja. Dann warte ich mal, bis mir jemand einen Fertilizer bringt. Du läufst schon, Jojo? Ja, ich hab einen. Durch die neue Querverbindung, die der Flo so total kacke findet? Nee, ich bin rübergeflogen zur Baumfarm, weil da war was.
Aber ich komme durch die neue Querverbindung zurück. Also ich bin drauf gelandet. Oh, das haben wir live im Bild. Naja, wir könnten noch einfach die Fenster rausschlagen, aber... Das findest du jetzt wiederum besser. Das ist ja wohl nicht wahr. Ja, es sieht weniger komisch aus. Wo bist du jetzt, Daniel? Du siehst auch weniger komisch aus. Ich komme gerade wieder runter. Ich weiß, dass ich weniger komisch aussehe als du. Meinst du? Sag ich. So. Fertilizer. Das sieht aus wie eine kleine Explosion, wenn diese ganzen Sachen durchfliegen. So, ich glaube, ich habe es geschafft. Die Kabel noch in die Luft. Ich habe es gerade so geschafft. Und es blinkt auch. Und jetzt werden komisch. Hier gerade Crafting-Requests ausgesendet. Halleluja. Mittlerweile ist das Auto-Crafting nämlich so schlau und kann dann wirklich Items nacheinander herstellen. Hatte ich vorher mal in der Testwelt getestet, wo ich Wood rein habe und dann kamen tatsächlich Sticks oder was weiß ich am Schluss raus. Cool. Da wird wohl gerade Appetit hergestellt. Oh ja, und da kommt's raus. Nee, der Fertilizer. Cool. Also es scheint zu funktionieren. Gut, dann wäre das gefixt. Ja. Dann. Es ist mal wieder Zeit, dass der Flo wieder irgendwann an irgendwas rumnörgelt. Sonst ich passt der. Ich nörgel doch nicht. Ja, jetzt nörgelt er auch noch, dass er nicht nörgelt, zum Blödsinn. Jetzt nörgel nicht. Mann. Sag doch gar nichts. Hier ist ein komischer Steg. Wir wollen High Voltage haben. Und mir ist aufgefallen, ich hatte schon irgendwann mal eine Advanced Forming Press und eine Advanced Assembling-Maschine hergestellt. Wenn wir uns aber mal zum Beispiel HV, sagen wir mal den Macerator, den Macerator angucken, den Universal mit High Voltage, dann braucht der diese Advanced Circuits. Und diese Advanced Circuits brauchen einen Assembler. Und das Ganze wird in einer Forming Press hergestellt und ein Precision Laser Engraver. Also die Forming Press haben wir, aber was noch fehlt, ist dieser Laser Engraver. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, habe ich da mal was vorbereitet. Sehr schön. Wie viele Items in diesen Pipes wundert es mich fast nicht, dass es ruckelt. Sind doch fast keine. Ja. Fast keine, so bei der Baumfarm hier. Da düsen nicht 10 Millionen Blöcke durch oder so. Nein. Ich komm mal rüber und schau mir das an. Wo denn? Das ist von hier sieht super aus. Also wir brauchen da zwei Pistons und einen Emitter. Ach ja, hast du, da ist okay, übrigens, da wir haben hier auch einen Aufzug, falls du ihn noch nicht mitbekommen hast. Die Brücke da. Hast du die gesehen? Oh, da ist eine Brücke. Ja, dass man etwas leichter oben in den Kabelschacht kommt. Das sieht ja auch komisch aus. Das ist echt schlimm heute. Wait, ist da... da ist keine Tür davor, kein Gate oder sowas. Das heißt, die Zombies können da durch. Theoretisch ja. So. Flo, Jojo, ich komme wieder zu dir. Der Flo ist zu nörgeln. Aber von hier sieht man so toll die Items. Achso, das wollte ich ja zeigen, gell? Dann fliege ich wieder zurück. Eigentlich. Ups, au. Von wo? So, also ich craft auf jeden Fall jetzt hier noch zwei Copper-Cable und dann habe ich fertig gebaut, wenn ich mich nicht verklicken würde, einen Advanced Precision Laser Engraver Medium Voltage und den... Bing, Achievement get. Ja, das wäre schön. Und den können wir jetzt hier hinstellen. Ohne, dass er explodiert, Tatsache. Und, du bist ganz unten? Nein, jetzt bist du wieder hier. Ich bin wieder hier oben. Also, wir wollen herstellen diese, Macerator, die Advanced Circuits. Dementsprechend brauchen wir, Etched High Voltage Wiring. Ich habe gerade den schwebenden Elevator gefunden, sorry. Aus Foil oder Goldfoil. Der Unterschied hier bei den anderen Rezepten ist einfach nur die Linse. Das ist aber eine ganz normale Linse, die wir hier auch schon hatten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich... Daniel. Boom. Da war Jojo, ich glaube, wir nehmen auch teilweise deine Aufnahme. Yep. Meine ist viel besser. Genau, hier Electrum Ingot.
Und jetzt, um dieses Etched Foil rauszukriegen, müssen wir, glaube ich, das Ganze einmal in den Metalbänder packen. Ich hätte gerne nur das da. Wow. Ich hatte gerade 20 Frames pro Sekunde. Wow. Das fühlt sich ja fast flüssig an dann. Und nochmal in den Metalbänder, genau. Dann los geht's. Fast. Ja, das wird schon die sein. Gut, vorbereitet hatte ich leider das nicht. In der Zwischenzeit können wir uns das andere angucken. Also, wir brauchen... Welchen Circuit brauchen wir? Wir brauchen den Advanced Circuit, genau. Das andere sind diese Advanced Circuit Parts. Die sind auch in der Forming Press. Die brauchen Glowstone und Lazurit Plates. Lazurit Plate gibt es, indem man in den Kompressor Lazurit Dust packt. Da haben wir ein bisschen was. Hallo Kompressor, ich brauche dich mal, ich bin mal drüben. Wahrscheinlich sehe ich jetzt gleich, man braucht einen besonderen Kompressor und der geht nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Nee, geht tatsächlich jeder Kompressor. Das ist schön. Es wird schon passen hier. Ja, hier die Äpfel sind mittlerweile Katastrophe. Aber auch okay. Gut. Hier sind Äpfel Katastrophe. Ja, wir haben zu viele Äpfel. Viel zu viele Äpfel. Ich dachte, wir hatten einen White Barrel. Ja, haben wir ja auch, aber trotzdem, es ist einfach so krass viel Äpfel. Genau, dann, also, wir haben hier die ersten Electrum Plates. Um das Ganze einfach mal zu demonstrieren, reicht das jetzt schon mal. Weil im Prinzip interessiert es euch einmal, danach ist es wahrscheinlich eh wurscht, wie es aussieht. Das ist schon viel verlangt. Das ist also, einem mal interessiert. Ja, genau, also wir haben hier das Electrum Foil, nehmen jetzt aus dem die Ruby Lens mit, weil nochmal will ich die nicht herstellen, wir brauchen ja im Prinzip nur einmal. Also Laser Engraver Linse rein, Electrum Foil rein und tolle Geräusche und es gibt das Etched High Voltage Wiring. Klingt so, als würde irgendwie mit Handy brummen. Ja, so ähnlich. Genau, und das jetzt hier eben in der Forming Press zusammen mit Silicon wird, das können wir direkt mal machen, hier rein. Dann holen wir uns noch ein paar Silikonplatten, Siliziumplatten, Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Hier sind noch welche. Erstaunlich, wo du heute doch an allem rummeckerst. Gar nicht wahr. Und wir haben hier mal, meinst du, meckern? Das erste Advanced Circuit Board. Genau, und das brauchen wir jetzt eben noch mit diesen zwei Advanced Circuit Parts, die wir eben aus der Forming Press bekommen mit Glowstone, Dust und Lazurit Plate. Die erste müsste fertig sein. Dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir doch noch heute den ersten zumindest. Ja, zwei Lazurit Plates, schon mal nicht ganz verkehrt. Ah ja, richtig, da entstehen ja ein paar. So, und gleichzeitig sollten wir diesen Fluid Extractor mitnehmen. Weil ganz ehrlich, mehr als das brauchen wir nicht. Und da packen wir da einfach eine Batterie rein, damit das passt. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Tin mit. Tin haben wir ja am meisten. Was brauche ich noch? Glowstone, genau. Zu viel, aber egal. Also, Forming Press, Lazurit, Glowstone gibt Circuit Parts. Sehr schön. Oh. Und jetzt aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie komische Sachen machen. Sieht aber, glaube ich, ganz gut aus, wenn wir den Fluid Extractor dahin stellen. Die Output... Na? Warum ist das... Ah, jetzt ja. Wenn ich aus gewissen Richtungen hingucke, dann fehlt das Grid, was nicht so hilfreich ist. Tja. Also die beiden Sachen rein. Jetzt brauchen wir noch Zinn, was wir brauchen wir noch eine Batterie.
Ich weiß gar nicht, wie viel Zinn wir da brauchen. Find mal raus. Eine Batterie, dankeschön. Batterie da. Und machen wir erstmal eins. Und du sollst Flüssigkeiten automatisch abgeben. Und wir haben nun seinen ersten Advanced Circuit. Yay! Halleluja. Genau. Genau. Und ja, jetzt wird das Ganze dann noch etwas dauern, bis wir mehr haben. Aber grundsätzlich können wir jetzt Advanced Circuits herstellen. Und wenn wir jetzt mal schnell schauen, der Macerator Universal braucht 2 Stück davon. Die ganzen anderen Rezepte, High Voltage habe ich eigentlich schon in Auftrag gegeben. Also hier zum Motor könnten wir jetzt eigentlich ziemlich einfach craften, wenn wir einen brauchen. Auch die Machine Hull können wir eine herstellen. Ja, da fehlt ein Cold Wire, das ist aber kein Problem. Also grundsätzlich mal, bis auf die Tatsache, dass wir Gold brauchen. Ja, wir waren beim letzten Mal Gold suchen, waren da nicht sonderlich erfolgreich, aber ja, da müssen wir nochmal hin. Gut, aber das soll jetzt für diese Folge gewesen sein. Wir wissen jetzt, wie wir diese tollen Circuits herstellen können. Das heißt, wir können da auch mehr von herstellen. Das ist ja schon mal was. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist schon mal ein großer Anfang, genau. Und ja, ich finde es etwas doof, dass im Prinzip, na gut, es kommt da immer nur einer raus, aber man braucht dann halt wieder 4. Dafür kamen vorher 4 raus. Also so, nee. Warum nicht gleich nur einer irgendwie? Genau. Wie auch immer. Wir brauchen deutlich mehr Gold und deutlich mehr Electrum. Wo kam Electrum eigentlich? Raus oder rein? Gold oder? Wahrscheinlich. Electrolyzed Gold. Es gibt theoretisch Electrum Ore. Aber okay. Es sieht ja noch theoretisch, keine Ahnung. Wie auch immer. Ich glaube doch, ich glaube Tiny Vorkommen, davon habe ich schon mal gesehen. Ja, genau. Ja, dementsprechend können wir jetzt Chips herstellen und auf Goldsuche gehen und was wir beim nächsten Mal machen, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und Daniel, du darfst Tschüss sagen, du bist nämlich wieder da. Tschüss. Das war motiviert.